Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Astrid und freue mich, bist du auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es um 3 Tipps für den Beckenboden. Und der erste Tipp, den ich dir jetzt gebe, ist, dass jeder Tipp, den ich gebe, keinen Wert hat, wenn du es nicht umsetzt. Ich mache 3 Videoreihen oder 3 Tipps und wenn du die nicht umsetzt, dann nützt es für deinen Körper nichts. Dann ist es schön, hast du es mal gehört und das ist ja auch schon gut. Aber umsetzen ist das Thema. Und zwar geht es gerade los. Also das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, beweg dein Becken. Becken kreisen, Becken kippen, all das muss dein Beckenboden mitschaffen, aktiviert dein Beckenboden. Das heisst, vor allem die tiefste Schicht. Der Beckenboden besteht aus 3 Schichten und dort ist vor allem die tiefste Schicht, die aktiviert wird. Mach es dir einfach. Gute Musik rein, irgendeinen Latino-Sound, falls dir das gefällt. Und lass deine Hüfte schwingen. Also das ist super, hast du schon so viel für deinen Beckenboden gemacht. Einmal am Tag ein gutes Lied, gute Laune, guten Beckenboden, was willst du mehr? Der dritte Tipp von diesem Video ist deine Füße. Wie du deine Füße ausgerichtet hast, hat einen Einfluss auf deinen Beckenboden. Wenn deine Beine bzw. deine Zehen eher nach außen rotiert sind, und dann hast du mehr Aktivität über das Gesäß und so auch über den Beckenboden. Das heisst, dein hinterer Anteil vom Beckenboden, der hat mehr Spannung drauf als der vordere Anteil. Zum Ausgleichen versuch deine Füße nach vorne auszurichten. Wenn du die Füße eher nach innen abgedreht hast, also die Zehen, dann ist es der vordere Anteil vom Beckenboden, der mehr Spannung drauf hat. Und der hintere eher weniger. Also auch hier wieder versuch den Ausgleich zu machen, indem du deine Füße neutral positionierst. Immer wieder daran denken. Du kannst auch super einfach am Morgen oder wenn auch immer es dir gerade passt, deine Füße mit einem Tennisball rollen, weil das entspannt die ganze Muskulatur und Faszienstruktur in den Fußsohlen und hilft dir auch so, wieder einen Impuls zu haben auf den ganzen Körper und deine Füße besser auszurichten. Genau, die Tipps bzw. alle Tipps, die ich in dieser 3-teiligen Videoserie erzähle, findest du auch auf meiner Homepage. Ich tue das verlinken, dann kannst du sie, also schriftlich, dann kannst du sie gratis abladen. Also probier es doch einfach aus und ich freue mich auch über Feedbacks, weil ich finde den Beckenboden mittlerweile extrem faszinierend.